Die bayerischen Bürgermeister und Landräte stehen vor großen Herausforderungen. Denn immer mehr Flüchtlinge kommen in den Freistaat. Um die Asylsituation zu diskutieren, haben die Freien Wähler zum Kommunalgipfel nach München geladen. Gekommen sind zahlreiche Politiker. Sie schilderten ihre Sorgen und Wünsche. Hubert Aiwanger, Vorsitzender der Freie Wähler Landtagsfraktion, macht auf die fehlenden Versicherungen der Flüchtlinge aufmerksam. Wir stellen fest, dass der Einsatz von Asylbewerbern oder Flüchtlingen in Bauhöfen der Gemeinden und Städten gar nicht so einfach ist. Man würde die gerne mitnehmen, um eben sie in einen Arbeitseinsatz zu bringen. Dann ist aber nicht gewährleistet, dass er hier in die Tätigkeit eingewiesen ist. Er kann vielleicht, wenn er einen Schaden passiert, wird der Bürgermeister in Haftung genommen. Es ist kein Versicherungsschutz da, weder für ihn selber noch für den, der geschädigt ist. Also hier sind viele Detailprobleme zu lösen und das ist ein Wunder für mich, dass bisher diese Themen noch kaum eine Rolle spielen. Während der Diskussion wurde klar, fehlende Sprachkenntnisse sind das größte Hindernis für eine erfolgreiche Integration. Die Staatsregierung müsse daher verpflichtende Sprachkurse anbieten. Bisher werden diese überwiegend von Ehrenamtlichen übernommen. Besonders gut funktioniere das in Eichstätt, erzählte Oberbürgermeister Andreas Steppberger. Dort leben die Flüchtlinge mitten in der Stadt. Ihnen geht es nicht nur gut, weil sie mitten in der Stadt sind und dort, ja, weil sie schon allein aufgrund der Lokalität in die Stadt integriert sind, sondern ihnen geht es auch gut, weil es in Eichstätt wirklich ein engmaschiges Netz von vielen verantwortlichen Personen, Vereinen, Verbänden gibt, die mitwirken, dass eben die Flüchtlinge willkommen geheißen werden, dass eine Willkommenskultur in Eichstätt herrscht. Die Uni bietet Sprachkurse an, die laut Steppberger gerne angenommen werden. Zudem gibt es neben Sportangeboten auch Verhaltenskurse, die den Flüchtlingen das Alltagsleben in Deutschland näher bringen sollen. Möglich sei das nur durch ehrenamtliche Helfer. Für diese müsse die Staatsregierung endlich feste Haushaltsmittel stellen, forderte Aiwanger. Wir Freien Wähler werden an diesem Thema Flüchtlinge und Asyl natürlich weiterhin sehr vehement dranbleiben. Wir werden eine Reduzierung der Asylzahlen fordern durch mehr Personal beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und eben dann auch genau die Stellschrauben drehen, die eine bessere Integration ermöglichen, das heißt schnellere Arbeitserlaubnis, bessere Unterstützung für die ehrenamtlich Tätigen, damit dieses Thema eben weiterhin nachhaltig betrieben werden kann und das Asylthema eben nicht explodiert, keine negativen Begleiterscheinungen mit sich bringt. Der Integrationswille der Menschen im Freistaat dürfe nicht überstrapaziert werden, sagte Aiwanger weiter. Daher müsse sich die Hilfe auf die wirklich Verfolgten und Bedürftigen konzentrieren. Dabei werden die Freien Wähler die bayerischen Städte und Gemeinden auch weiterhin nach Kräften unterstützen.